Eine beliebige Taste drücken und damit ein herzliches Willkommen hier zu Outlast Twice. Lange erwartet, endlich ist es schon länger draußen. Wir werden spielen. Wir werden die Einweisung jetzt erneut spielen. Ich habe nämlich schon getestet alles. Ja, wir werden es dann noch zu zweit spielen. Mit dem lieben Angeber. Aber nicht lang drum rumreden. Schauen wir, ob es ein Intro gibt. Und dann geht's los. Recovered from your person. This is a collection of your public records, along with the investigatory information about your private life. You've got some secrets, don't you? Naughty. As the restraints make a signature impossible, please acknowledge that you consent to these collections. Thank you. I'm not bad looking, to be honest. If you go for that type. Well, I ain't never been that picky. I just hate seeing her eyes. Jesus. Outlast Twice. Tell me, friend. Ooh.
Hello. How you doing? Hi. How you doing? Hello? Hello. Alpha. So. Sind wir hier? In einem verlassenen Drecksloch. Okay, wir gehen doch in die andere Richtung. Das Licht blockiert. Hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Gut. Lassen uns den Horror beginnen hier. Mit Folge der Blut. Okay, der Blutspur ist noch immer angesagt. Ist hier jemand? Gut, irgendwo waren die Schritte auf jeden Fall. Das ist ein Haus in einer Lagerhalle. Da drüben steht auf jeden Fall Wachleute oder so. Ich weiß nicht, ob das echt ist oder ob das nur über ein Set sind vielleicht. Kinderpuppen. Ich kann nicht wissen, was jetzt hier gemacht hat. Wir betreten das Haus. Okay, also es beginnt mit Puppen. Was ist alles zugesperrt? Wir gehen zum Baby. Ich wurde geboren. Wo ich Freude gelernt habe. Etwas krank hier. Etwas, aber nur dezent. Nur dezent. Okay.
Kommst nicht mit? Ah ja, geht ja nicht. Jesus. You learn discipline. Carrots and sticks. Rewards and punishments. A disciplined child is grateful for both. Und was er nicht gelernt hat. Trau mich jetzt nicht reingehen. Irgendwas passiert hier. Irgendwas passiert hier. Ah, doch nicht. Anspannung ist da. Anspannung ist da, auf jeden Fall. Ich muss einen Schluck trinken, zu nervös. Bereit? Denn jetzt weit? Bin gespannt. Ganz kurz nur. Denn was wäre ein Stream? Horror-Spiel. Beam. Ohne Kamera. Ja, also, ich bin wieder da. Dunkler Mann. So. Und dann lasst uns ins Haus gehen. Also check, ob alles passt. Soll alles passen. Wenn es irgendwas gibt, einfach melden. Gut, ich schaue immer da nach links von mir aus gesehen, von euch natürlich nach rechts, weil da mein Chat ist. Ich war sicher nicht so als Kind. Also ich war 100% nicht so als Kind. Das habe ich sogar kaputt gemacht. Nee. Nee, nee, nee. Stay alone! You still gonna break it! Do you? I can charge a sucker! Rotten meat! Help me rotten meat! Boah, das... Verstecken ist niemals gut. Wenn ich mich schon verstecken muss, heißt das, es passiert halt etwas. Gut, alles sollte laufen. Braucht Medizin. Gibt es Medizin? Gut.
Die war vorhin nicht offen, jetzt ist sie offen. Mann. Da war wer. 100% war da wer. Wir haben kein Spiegelbild. Jesus. Oh mein Gott. Herr Doktor. Du hast was für mich. Frage, wann kommt sie? Die Puppenspielerin. Don't they think they're clever, Daddy? Jesus. Make me. I make the world. Was, das bist du? Nein, ich war nie verliebt eigentlich. Love makes you weak. Let it go. You want to touch you? You so kind of fever? You got off. No, yeah. Oh Gott. Hätte man ja fast schon geschafft. Ich hab sowas auch in der Wohnung stehen. Ist die Puppenspielerin? Ja. Fang mal, bist du es? Hat sie dich schon? Okay.
When babies are bad, mother gets disappointed. Jesus. Oh, Volkers, I think I made a mess. You see what happens when children try to grow up before their time. Schutzabstand. Ich nehme die Tür. Oh, Exit. Ich nehme. Mein Dokument. Die Frage, wo sind meine? Oder warum kann ich mich hier so oft verstecken? Scharf. Achso, ist er zugesperrt. Oh, Herzinfarkt. Langsam. Try harder. Wir müssen es sicher da drüben. So, fallen lassen, rechte Maustaste. 100% müssen wir es jetzt da drüben reinscheitern.
steht genau vor der Tür, Mann. Think you can hurt me? Ich renne jetzt einmal geradeaus. Keine Ahnung, ob er hinter mir ist. Nein. Doch. Jesus, Mann. Ganz ruhig jetzt hier. Ich möchte nicht so eskalieren, aber es eskaliert hier gerade.